Hi Leute, Dennis hier von Stramme Leine. Ich war heute mit Christoph und Janni Hartmann, dem guten alten Guide, zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder in Holland unterwegs. Und ja, wir waren heute mit Kunstködern und Köderfisch auf Zander. Und ob das geklappt hat, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Abputzen. Ja? Ja? Nächster? Ja, du musst deine Schuhe ausziehen, glaube ich. Ja, ja. So, Captain Hartmann, auf geht's. Auf geht's. Gehen wir, Kollege. Mal gucken, was heute läuft. Knapp 2 Stunden. Es gab bisher einen einzigen Aussteiger und ansonsten war gar nichts bisher. Wir kämpfen gerade ordentlich mit dem Wind und ja, angeln sowohl vertikal als auch ja, mit Gummifischen am Jigkopf schön an der Strömungskante geworfen und es läuft einfach wirklich nichts. Alle Farben durch und es tut sich nichts und jetzt gucken wir mal, ob das mit Naturködern vielleicht noch mal ein bisschen klappt. Oh, Janni, endlich! Kescher. Der erste Fisch des Tages. Ja. Boah. Ja, yes. Mann. Wie geil ist das denn, ey? Mega. Petri, ey, das ist ein guter. Ja, sehr schön. Sauber, Janni. Sauber. Geiler Fisch. Richtig geiler Fisch. Sehr schön. Super geil, Jan. Geil. So, bye bye, Baby. Wow! Geil! Endlich der erste Fisch des Tages. Auf jeden Fall mal ein 70-Pluser. Auf Köderfisch, Jan, ne? Auf Köderfisch. Am Fireball. Ja, nach 2 Stunden Angeln der erste Kontakt. Super geil. So, Jan, du machst mir jetzt gerade ein Fireball-System hier fertig. Zeig mal her. Einmal durch den Kopf. Durch den Kopf, dann brauchen wir einen Stopper. Den Stopper nimmst du einfach einen Gummi, ne? Ja. So, wunderschön. Schöne Rotaugen. Wenn der Gummi nicht läuft, dann müssen wir probieren. Wo ist denn? Biss. Ich hatte gerade schon kurz vorher einmal einen kleinen Anfasser. Ah, der ist doch auch, ey. Geil. Richtig schöne Größe. Geil. Geil. Danke, Janni. Ja, Mann, ey, wie geil ist das denn bitte? Guck mal da. Gut besser, ne? Ja, Mann. Voll geil. Ja, Petri. Danke, mein Lieber. Das bei dem Wind. Richtig schön. Also der Biss war wirklich ganz geil. Das war jetzt kein typischer Zanderbiss, sondern einfach nur so, wie man das vielleicht aus dem Norwegen Urlaub kennt oder so. Man merkt so, dass irgendwas zuppelt und dann da ein bisschen vehementer. Und dann habe ich angehauen und dann hing er. Eigentlich völlig untypisch fürs Zanderangeln, aber geil. Christoph, komm, der nächste ist deiner. Ja. Sehr viel Fisch in Echo. Ja,
live bis. Geil! Ja, ist klein, ist klein. Ja, so klein ist auch nicht. Ach, immerhin, egal. Auf Kunstbühne? Ja, nice. So, da haben wir so neutrale Farbe. Aggressive Piss. Ja, Petrian. Nice, 10.05. Sehr gut. Wie du siehst, Kürde ist weg. Drilling weg. Tschüss, mein Lieber. So, Christoph, und du hast nicht so Bock auf Fireball, du machst eher heute Dropshot. Ich mach Dropshot, ja. Mit Köfi. Aber du hast noch keinen Biss gehabt, ne? Nee. Der Flash steht gleich mal oben, aber wir probieren erstmal, ne? Einfach vorne einmal durch. Du musst mit dem Daumen an den Kopf drücken, bis du die Hacken in die Finger spürst. Sonst geht die Kopf kaputt und dann ist er hier. Ich spüre ihn. Aua! Nicht ganz drin, aber dann. Nee, hab ich. Ist noch der Janni Stopper, ne? Nimmst du als Stopper einfach immer so ein Einmachgummi, was du zerschneidest, oder? Ja, das sind diese Gummi von den Marmeladefässern. Ja, ja, genau. Das gibt es bei Edeka zu kaufen. Hart und... Na dann, Christoph, hau mal einen raus, ne? Ja, sicher. Du musst dich jetzt auch noch entschneiern. Ich werde übrigens gemobbt von Janni. Janni hat gesagt, ich darf nicht hinten sitzen, weil ich zu schwer bin und das Boot sonst nicht ins Gleiten kommt. Man kann auch sagen, du hast gesagt, ich bin zu fett. Hat er gesagt? Schön Roastbeef. Ah, komm, ich nehme doch eins. Ja klar, Mann. Ja, greif zu. Ja, das sieht geil aus. Ja. Danke. Bitte. 1000 Sasser, ey. Der Janni, ey. Sauber. Da hat sich der Bodenwechsel nochmal gelohnt. Runde? Ja, klar. Yeah! Harte Biss. Dropshot oder Fireball? Dropshot. Dropshot auf dem Boden. Schöne Grüße. Hast du das gesagt? Schöne Grüße oder schöne Grüße? Schöne Grüße habe ich gesagt. Da ist der Junge. Petrian, sehr gut. Vielen Dank. So, Janni, du fischst jetzt mit Grundel. Ja. Ich meine, klar, die sind natürlich immer verfügbar, die Dinger, ne? Und verangelt man ja auch manchmal, wenn man zum Beispiel stippen geht oder so. Warum nimmst du jetzt mit Grundel? Warum kein Weißfisch? Ja, weil die Rhein ist voll mit Grundel. Und das ist definitiv von den Zandern ein beliebter Köder. Erstes, zweites, der harte Knopf, die hält mir viel, viel besser in Haken. Hast du gerade gesehen, ein Zander gefangen und die Grundel ist wie neu. Ne? Und, okay. Blauer Himmel, klares Wasser, braucht Naturköder, Naturfarbe. Braun, weißer Bauch, besser geht nicht. Allein? Leider, Kunstköder funktioniert heute nicht, aber Köderfische bringt Fische. Genau das haben wir jetzt noch gebraucht, ey. Ein richtig schönen Regenschauer. Boah. Also ihr habt es gesehen, ganz so einfach war es dann leider doch nicht, aber Köfi am Dropshot und auch an Fireball haben geliefert. Die Kunstköder haben uns heute ein bisschen im Stich gelassen, aber das ist halt manchmal so. Es war ziemlich schwierig mit dem Wind und auch mit dem Regen, aber am Ende haben wir Fisch vor die Kamera gekriegt und ja, wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen da, abonniert den Kanal und euch am Wasser eine stramme Leine und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke, Janni. Sehr gerne.